Sigrid und Marina, die beiden Schwestern aus dem schönen Salzkammergut aus Munden, da sind sie zu Hause, die darf ich heute mal wieder beim Promi-Geflüster begrüßen. Ich sage erstmal Hallo und herzlich willkommen. Grüß dich, die Freude ist ganz auf unserer Seite. Auch von mir ein herzliches Willkommen. Sehr gerne. Ja, jetzt sind wir heute hier bei einer ganz neuen Sendung, die heute Premiere feiert. Zumindest mal die Aufzeichnung, wie in AHA alles abläuft und wie es ausgestrahlt wird, ist alles, glaube ich, noch sehr geheim und spannend. Also wird der Andi Borg wieder was machen. Wie gefällt euch das? Wie seid ihr froh darüber, dass wieder was passiert? Wir sind natürlich sehr, sehr froh, so wie alle Freunde der volkstümlichen Musik und des volkstümlichen Schlagers. Und deswegen ist für uns wirklich eine große Ehre und ja, was Besonderes, dass wir bei dieser Aufzeichnung mit dabei sein dürfen, dass wir mit Andi Premiere feiern dürfen. Und man wünscht sich nur, dass es viele, viele weitere Sendungen gibt. Definitiv, definitiv. In der Szene, sage ich mal, fehlt natürlich schon einiges oder ist einiges verloren gegangen, seit der Musikantenstadl weggebrochen ist. Seit auch im Radio nicht mehr die volkstümliche Musik gespielt wird, so stark wie es mal war, oder? Das stimmt, aber ich glaube, Musik ist kein Grund zum Jammern, ganz im Gegenteil. Musik ist was Schönes und man soll sich daran erfreuen. Und es gibt ja Gott sei Dank sehr, sehr viele Live-Auftritte, sehr, sehr viele Konzerte, wo diese Musik groß gefragt ist. Wir erleben das immer, immer wieder gerne. Wir gehen ja jetzt auch zu Weihnachten wieder auf große Tournee, Heimatgefühle, das Konzertprogramm mit Herz, das wir selber präsentieren, eben zu Weihnachten von 28. November bis 22. Dezember. Und dann von 19. Januar geht es natürlich weiter mit 40 tollen Terminen. Und da erleben wir eigentlich, so war es auch in den Vorjahren, immer wieder, dass der volkstümliche Schlager sehr, sehr hoch gehalten wird, sehr gerne gehört und gesehen wird. Und es ist ein tolles Gefühl. Sehr toll. Und ich sehe es gerade hier vor uns. Kann man ein bisschen in die Kamera ruhig reinhalten. Eine CD und eine DVD habt ihr. Das sind jetzt ganz aktuelle Produkte, oder? Ganz neu auf dem Markt zu unserem Jubiläum, zum 20-jährigen Bühnenjubiläum, ist das Album Das größte Glück erschienen. Wunderbare volkstümliche Schlagermusik, genauso wie man es von Sigrid und Marina gewohnt ist. Man hört Trompeten, man hört Klarinetten und darf mitfeiern, aber natürlich wird auch die Heimat hochgehalten auf dieser Produktion. Und wir sind richtig stolz drauf, dass wir wieder so eine volkstümliche Schlagerplatte auf den Markt bringen durften und dass wir vor allem auch alle diese Lieder verfilmen durften. Mhm. Auf einer weiteren Folge von unserer DVD-Reihe Heimatgefühle von Herzen, dieses Mal am wunderschönen Kaisergebirge. Und da haben wir wirklich ganz einzigartige Landschaftsaufnahmen mit eingefangen. Wir machen sozusagen einen musikalischen Spaziergang durch die Tiroler Bergwelt, besuchen die Vollenhofgemeinde Epps, das Städtchen Kufstein und zum großen Höhepunkt dieses Musikfilms besteigen wir den Kaiseraufstieg. Ein Naturschutzgebiet, das wirklich unberührt ist und das uns wirklich einzigartige Aufnahmen geschenkt hat. Super, super. Und Weihnachten steht ja bald bevor, also von daher ein tolles Geschenk eigentlich. Genau, ja. Also mit Musik, glaube ich, kann man nie falsch liegen. Also eben entweder CD, DVD und am besten noch eine Konzertkarte dazu, dann hat man das volle Paket. Volle Paket, genau. Ja, du sagst gerade so, ihr seid bis kurz vor Weihnachten auf Tour, dann ein paar Tage ausschnaufen oder wie verbringt ihr die besinnlichen Tage? Weihnachten ist ja Zeit der Familie und das feiern wir natürlich auch wir so. Also bis zum 22. gibt es jeden Abend Konzerte. Da verbringen wir schon die Adventszeit mit unseren Fans, mit unseren Freunden auf der Bühne. Wir haben auch auf unserer Heimatgefühle zur Weihnachtszeit-Tournee tolle musikalische Gäste eingeladen. Wir werden begrüßen die Wildecker Herzbuben, Alexander Rier, Ösch die Dritten und Willi Lempfrecher. Also wirklich ein tolles Programm. Wir touren da 24 Tage durch Deutschland und dann am 23. Dezember geht es eben auch bei uns Richtung Heimat und der Heilige Abend. Das ist Familienzeit, Zeit der Geborgenheit und das wünschen wir auch allen, die uns jetzt zuhören und zuschauen. Also, dass ihr einfach Weihnachten im Kreise eurer Lieben mit viel Friede und Geborgenheit feiern könnt. Sehr gerne. Und ich glaube, da haben wir jetzt eigentlich groß gar nichts mehr hinzuzufügen. Ich wünsche euch alles Gute, eine tolle Tournee, tolle Weihnachtstage dann, wenn ihr wirklich die Ruhe dann habt, genießt es und dann fürs neue Jahr alles Gute und weiterhin auf die nächsten 20 Jahre sozusagen, oder? Ja, Frank, das gehen wir gerne zurück. Auch dir alles Gute und allen, wie gesagt, die uns jetzt zuschauen, eine gute Zeit. Bleibt gesund,
ein frohes neues Jahr, das glaube ich, darf man jetzt schon sagen. Und auf ein Wiedersehen mit sehr, sehr viel Musik. Da freuen sich wir beide drauf, Sigrid und Marina. Alles Gute.